Heiligabend ab 20 Uhr wird das Pfarramt Maria Frieden in Vechta mit Gesang erfüllt. Denn dann probt hier der Chor Citadel Voices, der mittlerweile um die 77 Mitglieder zählt. Ach, die Stimmung ist gut. Wir sind eigentlich so, wie gesagt, so bunt gemischt. Jeder hat ja so seine Stärken und vielleicht auch Schwächen. Aber in dem Chor kommt das eigentlich nicht so zum Ausdruck. Also wir verstehen uns eigentlich alle sehr gut. Machen auch immer mal schon mal wieder einen Ausflug oder so zusammen. Das macht dann ja auch Spaß. Spaß ist auch dem Chorleiter Peter Ohlig wichtig. Egal, ob bei den Sopran- oder Bassstimmen, ob Student oder Rentner. Wenn man hierher geht und einen Abend singt, dann ist das so, als wenn man Sport gemacht hat. Und ja, man ist wirklich entspannt, voll angefüllt mit Tönen. Und das macht einfach ein gutes Gefühl und bringt gute Laune. Seit 2004 gibt es diesen Chor und es kommt schon mal vor, dass die Sänger und Sängerinnen ganz geschickt weitere Mitglieder mitbringen. Als ich nach Hause kam, ich glaube, das war die zweite oder dritte Probe, sagte meine Frau, du kommst immer so gut gelaunt wieder, was macht ihr da? Dann habe ich gesagt, komm doch mal mit. Und seitdem singe ich auch mit meiner Frau zusammen, die ist auch hier mit im Chor. Und das ist für mich einfach auch ein Stück gelebte Partnerschaft. Einmal im Jahr gibt es ein Chorwochenende und im letzten Jahr standen 15 Konzerte an. Sowas schweißt die Musikfreunde noch mehr zusammen. Das schaffen wir dann schon so untereinander, dass dann einer sagt, ich kann das jetzt nicht, sing mir das mal jetzt ins Ohr, während wir dann proben. Ne? Und dadurch kriegen wir es halt auch meistens hin. Ne? Ja. Das ist ja schön am Chor. Der Schwerpunkt liegt auf Gospelmusik, aber auch Popularmusik wird hier gesungen. Weitere Infos gibt es über die Kreismusikschule Vechta oder auch im Internet.